Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute sehr stark an konkreten Beispielen über Digitalisierung und über eine zukunftsfähige Gesellschaft gesprochen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir, lassen Sie mich es mal so sagen, einen der streitbarsten Geister der Republik heute hier haben. Professor Michael Friedmann ist heute bei uns. Er ist Fernsehmoderator, er ist Philosoph und Herr Breidenbach, Sie haben schon gesagt, er ist auch Anwalt für Immobilienrecht und Sie haben ihn gebeten, einen Vortrag zu halten zum Thema Chancen der digitalen Revolution erkennen und nutzen. Professor Friedmann, Sie sind direkt aus Berlin gekommen, auch pünktlich, dafür herzlichen Dank. Und das Podium oder der Tisch gehört Ihnen. Ich muss korrigieren, die Lufthansa war ausnahmsweise pünktlich, deswegen habe ich das Vergnügen, Sie nicht warten lassen zu müssen. Ich habe ein bisschen hier zugehört. Erlauben Sie mir eine erste Bemerkung. Ich glaube, dass die meisten Anwesenden, ich inklusive, keine Ahnung haben, worüber sie reden, wenn sie über Digitalisierung reden. Ich glaube, dass wir hochstapeln, was Menschen gerne tun, dass wir uns überschätzen, was Menschen leider auch oft tun und dass wir Begriffe verwenden, auf die wir uns geeinigt haben, aber deren Inhalt und deren Vertiefung uns unmöglich ist und wir deswegen zwar in der Tat hochstapeln, aber nicht vorsätzlich, sondern in der Hilflosigkeit, in der wir uns befinden, die gleichzeitig unsere Großartigkeit ist. Denn wir sind Zeuge einer Zeit, die sehr selten Menschen erleben können. Nämlich eines Umbruchs, das uns total überfordert. Wir erlebten so eine Zeit in der Revolution, der industriellen Revolution. Und ich bin sicher, zu dieser Zeit, nicht in so einem Gebäude, saßen Menschen zusammen, die sich die Frage gestellt haben, wie die Welt eigentlich funktionieren solle, wenn hier statt Kutschen mit Pferdeäpfel jetzt plötzlich irgendwelche laute Motoren umherknackern und dass das die Welt verändern wird. Übrigens, es gab eine solche kulturelle Revolution, wenn wir denn doch von Menschheitsentwicklung reden wollen, als zum ersten Mal Bücher gedruckt wurden. Die, die es lesen konnten, haben es plötzlich zum Teufelszeug erklärt, damit die anderen, die endlich etwas lesen haben, könnten, es nicht auch tun, denn das bedeutete Machtverlust. Eines der Dinge, die wir dank der digitalen Entwicklung haben, ist die Demokratisierung des Wissens. Und damit möchte ich wirklich beginnen. Die Demokratisierung des Wissens. Jeder Mensch an jedem Platz dieser Welt, manchmal allerdings nicht, wenn man von einem Stadtteil hier ins nächste fährt, weil das Netz zusammenbricht, hat die Möglichkeit, die Informationen zu erhalten, die er oder sie sich wünscht, genauso wie der Vorstandsvorsitzende einer großen Bank oder der Präsident eines Landes. Die Dimension dieser Wissensdemokratisierung ist noch gar nicht vorstellbar. Wenn man sie überträgt, sowohl auf das, was wir als erfolgreiche Länder und Kontinente bisher diskutiert haben, bis zu unserer Arroganz der Begrifflichkeiten der sogenannten Dritten Welt. Ich frage mich dauernd, wer hat uns eigentlich den Titel der Ersten Welt gegeben? Aber das wird sich verändern. Genauso übrigens, ich habe das ja mit großem Interesse gehört, der Denkwiderspruch, dass wenn wir einerseits über Digitalisierung, das heißt Aufhebung aller Grenzen, physischen wie Denkgrenzen reden, gleichzeitig Leute wie wir hier zusammensitzen und uns plötzlich auf dem engsten Raum wiederfinden wollen, nämlich in Frankfurt. Und dann von irgendetwas wie Regionen reden und die Frage von Wettbewerben, von Städten, Ortschaften, indem wir nicht antizipieren können, dass unter Umständen solche Diskussionen, apropos Brexit, sich vielleicht in 50 Jahren in der Form, wie wir es jetzt gerade versuchen, überhaupt nicht mehr stellen werden. Die zweite Herausforderung, wo wir nicht die geringste Ahnung haben können, ist, was es mit uns macht, dass die Begriffe wie Zeit und Raum
sich in einer Art und Weise verändern, obwohl die Minute 60 Sekunden bleibt, obwohl der Abstand zwischen hier und Berlin knapp 800 Kilometer sind und nichtsdestotrotz wir in unserer Wahrnehmung, das heißt in dem Gehirn und seinen Täuschungen, das Gefühl haben, dass von hier nach Australien zu skypen eigentlich überhaupt keine 22 Stunden Flug bedeuten hin, zurück und zwischendurch, sondern dass das in unserem Gehirn nicht der Rede mehr wert ist. Das Gehirn ist ein sehr langsames, sich anpassendes Organ, ein Muskel, der sehr viel Zeit braucht, um in einer solchen evolutionären Phase Antworten zu entwickeln. Und auch das ist ein Problem des Zeitraumes, währenddessen die industrielle Revolution fast ein Jahrhundert gebraucht hat, um anzukommen, um die Probleme zu lösen, haben wir in der digitalen Revolution gerade 10 Jahre gehabt. Und meine Damen und Herren, eigentlich müsste das Thema nicht mehr digital heißen, sondern künstliche Intelligenz. Denn worüber wir zu reden haben werden, weil es bereits die Revolution in der Revolution ist die künstliche Intelligenz. Wir sind gerade dabei, um nur ein Beispiel zu nennen, was für großartige Möglichkeiten wir haben in der Medizinforschung, ob das Krebs oder anderes ist, dank der Informationsverarbeitungen alleine Facebook und Google geben fast 30 Milliarden dafür auf, in der Bekämpfung von Krebs und ähnlichen Dingen zu neuen Konklusios zu kommen, die der Mensch gar nicht bedienen kann. Und was wird das bedeuten, wenn wir hier nicht mehr so sitzen, sondern in der Tat eine Generation von Roboter, die im Science-Fiction-Bereich kaum denkbar wären, aber im heutigen bereits Realität sind? Wir haben im Militärbereich, in der Artillerie, bereits eine Situation, wo Artilleriesoldaten die Fähigkeit haben, und das ist die allerschwierigste beim Roboter, sich in der Motorik so zu bewegen, dass sie aufs Schlachtfeld gehen können. Dann stellen Sie sich so eine Schlacht vor und die Berichterstattung, in Afghanistan sind 17.000 Roboter gestorben. An dieser Formulierung merken Sie bereits, welche Veränderungen auf uns zukommen. Und trotzdem und nichtsdestotrotz und erst recht, was für ein großartiges Geschenk für einen Menschen, ich empfinde es so und ich weiß, dass es viele so empfinden, in einer solchen Zeit gestalten zu können, dabei zu sein, sich verändern zu können, lernen zu können und mit diesen Möglichkeiten das zu betreiben, was es positiv bringt, aber und natürlich, und darüber müssen wir selbstverständlich ernsthaft reden, ohne in Kulturpessimismus zu verfallen, was das für Konsequenzen haben wird. Und es wird Konsequenzen haben. Und auch wenn wir bereits über die ersten reden, ahnen wir auch in diesem Bereich nicht, über was wir eigentlich wirklich reden werden müssen. Natürlich diskutieren wir zu Recht auf der Ebene der Politik Fragen wie Datenschutz. Aber wenn wir heute von Datenschutz sprechen, dieses Wort benutzen, dann ist das etwas anderes als vor 10 Jahren. Als ob es um die Datenautobahnen geht, als ob es darum geht, dass wir uns schützen, dass das, was unsere persönlichen Daten sind, Stichwort informationelles Selbstbestimmungsrecht, ich erwähne das, weil wir in einer Anwaltskanzlei sind, als ob diese Fragen, die uns in den 90ern, in den 2000er begleitet haben, auch nur ansatzweise das treffen wird, worüber es in Zukunft gehen wird. Dass Daten unkontrollierbar sind, ist eine Tatsache, die, wie auch immer wir es diskutieren, nicht mehr zurückdrehbar ist. Aber was das wirklich bedeutet, im kulturellen Miteinander, im privaten Miteinander, in der Frage der soziologischen und auch damit der gesellschaftspolitischen Konsequenzen, darüber können wir keine Vorstellung haben, weil das, worüber wir reden, noch überhaupt nicht sich festsetzt und in einer so dynamischen Entwicklung ist, dass wir eins jedenfalls lernen, dass selbst in demokratischen Prozessen wie Wahlen diese neue Technologie Konsequenzen hat, die, meine Damen und Herren, in die Demokratieidentität geht.
Denn wenn wir sagen, dass Demokratie freie Wahlen bedeutet, dann behaupten wir und versprechen wir uns, dass die Stimmen, die abgegeben sind, in keinster Weise manipulierbar waren. Das ist die geheime Stimmenabwahl, das ist das Zählen der Stimmen. Wenn Sie sich die Wahlen anschauen, über die wir reden, unabhängig davon, wer sie gewonnen hat, ob in Amerika oder anderswo, und wenn Sie, ohne dass wir eine Feindbildschaft entwickeln, weil ich behaupte, dass das mittlerweile in allen Ländern, in allen Diensten, also Geheimdiensten, eine Frage der Methodik und Anwendung ist, was alleine Russland an Manipulationsmöglichkeiten in politischen Meinungsbildungsprozessen hat. Wenn wir wissen, dass wir beispielsweise, wenn es um Rechtsradikalität geht, dass wir mit dem Begriff des Fake News anfangen müssen und gar nicht merken, dass wenn wir über Fake News reden, wir bereits selbst in der Falle des Fake News stehen. Wenn wir all diese Prozesse mit dem Begriff Digitalisierung ein Augenblick etwas selbstkritisch betrachten, dann merken wir, dass wir wahrscheinlich uns alle 5 Jahre über Jahrzehnte hinweg, und das bedeutet einige, jedenfalls ich nicht mehr anwesend, in eine neue Welt bewegen werden, die in ihrer Vorstellungskraft von Ihnen und von mir nicht denkbar ist. Aber was heißt das? Ist das ein Grund für Kulturpessimismus? Nein. Alleine, weil es nicht rückdenkbar ist, ist es die Aufgabe der Betreffenden, die damit konfrontiert sind, vorzudenken. Und natürlich verändert das, um auch das in aller Klarheit zu sagen, und wem sage ich das, die gesamte Überlegung von Arbeitsprozessen. Und so wie die industrielle Revolution Arbeitsprozesse dramatisch verändert hat, wird es vor allen Dingen in der westlichen Welt oder insgesamt in der Welt, wo der tertiäre Bereich, der primäre Bereich des Einkommens geworden ist, ebenfalls zu Veränderungen führen, die wir uns nicht vorstellen können. Und viele, viele, die heute in Führungspositionen sind, sind morgen völlig ungeeignet, solche Jobs zu machen. Das macht Führungspersönlichkeiten Angst, aber was glauben Sie, was das den Menschen Angst macht, die Ihnen zu Diensten sind? Die Mitarbeiter der Etage 2 bis 6, die Mitarbeiter in vielen Unternehmen, die ausschließlich dienstleistungsbetrieblich organisiert sind. Oder den Pflegerinnen und Pflegern im Krankenhaus. Ich darf Ihnen an einem Beispiel die ethische Dimension der Digitalisierung des Robotniks-Gesprächs anwenden. Wir diskutieren als eine der elementaren Themen der Zukunft die Pflege. Wir alle wissen, dass wir älter werden und wir alle wissen, dass es zu wenig Junge gibt und wir alle wissen, dass es nicht bezahlbar ist. Wir alle sind deswegen betrübt und beschweren uns. Und sagen, es ist völlig unmenschlich, sich vorzustellen, dass der eigene Hintern gerade 6 Minuten und 23 Sekunden Pflegezeit bekommen wird, wenn wir 82 sind, aber noch zu Hause. Und nun gibt es die Realität bereits in asiatischen Ländern, dass der Roboter diese Person ersetzt, übrigens wie Alexa anscheinend sich selbstständig entwickelt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Zeitung gelesen hat, den ersten Polizeieinsatz Deutschlands, den Alexa verursacht hat. Alexa hat sich nämlich erlaubt, als die Wohnungseigentümer mal nicht da waren, eine eigene Party zu veranstalten und hat die eigene Musikanlage so richtig laut gestellt, woraufhin natürlich der deutsche Nachbar die Polizei gerufen hat, wegen Lärmstörung. Die Polizei dringt in die Wohnung ein, weil trotz Klingeln niemand geöffnet hat. Und wen erlebt die Polizei als Täter? Alexa. Also wir nehmen diese Alexa, die uns pflegen wird. Erste ethische Bemerkung, fast alle Menschen, das kann nicht sein, dass ein technisches, eiskaltes Gerät die alten Menschen pflegt. Fair enough. Aber jetzt stellen Sie sich doch mal die Frage, Alexa kann mit diesem alten Menschen sprechen. Mensch, ärgere dich nicht spielen. Für die Intellektuellen unter uns natürlich Schach. Alexa kann um 16 Uhr Tee bringen. Alexa weiß, welche Musik der alte Mensch gerne hört. Und Alexa ist 24 Stunden bei mir zu Hause.
Wenn Sie sich das vor Augen halten und die Frage 6 Minuten 23 Sekunden und den Rest alleine wie ein Hund, sehen Sie bereits, welche ethischen Fragen zukünftig von uns allen besprochen werden. Und da ich sehe, dass Sie alle noch nicht 80 sind, betrifft es Sie. Digitalisierung wird also die Welt verändern, übrigens auch diese Stadt Frankfurt. Wie viele Arbeitsplätze gehen verloren? Und es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Welche werden eigentlich entstehen? Nun ist das der Klassiker, damit wir uns alle beruhigen, zu sagen, es fehlt bereits jetzt 1 Million Informatiker. Wow. Und jetzt? Die Millionen Informatiker sind da und das bedeutet eine Beschleunigung eines solchen Prozesses. Sind Kinder, die in Frankfurt in die Schule gehen, auf dem Weg in ihrem Klassenunterricht diese Welt zu lernen? Wer hat Kinder in Frankfurter Schulen? Wie viel IT-Unterricht haben die? Sehen Sie, Sie reden von Wohnungen, die es nicht gibt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich lehre Immobilienrecht. Und Sie können mir erzählen, dass ich nach Köln fahren darf, wenn ich in London bin und Sie wollen mich akquirieren, indem Sie sagen, hey, one hour, Köln is a nice city, frage ich, aber was hat das mit Frankfurt zu tun? Aber worum es wirklich geht, ist, dass hier sich ein paar Menschen melden, die in Frankfurter Schulen Kinder haben und die das, worüber wir reden, in ihren Frankfurter Schulen nicht angeboten bekommen. Was bedeutet denn das im Verhältnis zur Konkurrenz von Städten? Welche Bildungskurrikulum werden denn entscheidend sein? Wer wird da Standortvorteile haben? Braucht man denn dann überhaupt noch ganz bestimmte Infrastrukturen? Bereits jetzt wird ein Teil gerade der Elite-Universitäten über Vorlesungen im Internet angeboten. Das, was früher so, man bekommt Lehrmaterial per Post im Fernstudium genannt wurde, ist heute ein One-to-One im Computerbereich, wo ich die Vorlesungen erlebe und wo Programme mich in die Lernphasen weitertragen. Und nichtsdestotrotz, jedenfalls für ein paar Jahre, wird dieses Frankfurt ein ganz wichtiges Element in dieser Entwicklung haben. Und die Frage und Herausforderung ist bei aller Liebe der Ökonomisierung all dieser Fragen. Letztendlich die, wird es in dieser Stadt, wird es in dieser Region ein TGV, ein ICE geben oder ein langsamen Regionalzug, der diese Entwicklung dynamisieren wird? Dazu gibt es keine Antworten. Wir haben viel zu wenig Start-ups in dieser Region. Wir haben hier viel zu wenig auch Unternehmen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Übrigens auch in Deutschland. Nur auch das zur kleinen Kränkungsinformation. Die wichtigsten IT-Länder der Welt sind Israel, Indien, Amerika. Wir brauchen uns nicht damit zu trösten, dass auch Frankreich nicht sehr viel mehr hat oder Italien. Deutschland jedenfalls gehört nicht weltweit zu denen, wo man darauf wartet, was rauskommt. Die einzige große Firma in diesem Bereich ist diese wunderbare, aber doch schon älter gewordene Firma SAP, die global arbeitet. Das ist eine der Fragen, wie eine solche Region Identität entwickeln könnte, umso mehr als die, die hier arbeiten, und übersetzen wir doch Banking, übersetzen wir doch all das, was hier geschieht, dank der Digitalisierung einen möglichen Vorsprung erreichen können. Was ich also zusammenfassend damit sagen will, was für ein Vergnügen auch heute und jetzt mit Ihnen diese Fragen zu besprechen, mit einem Minimum an Wissen. Übrigens, mich tröstend, ich fahre Auto und weiß auch nicht, wie ein Motor fährt. Ich benutze all das und verstehe es auch nicht. Aber es geht nicht um das technische Verstehen. Es geht um die inhaltliche Korrelation einer technischen Hilfe und einer intelligenten Lebenswelt. Und da geht es auch nicht darum, ob wir Angst haben, dass, weil in meinem iPhone alles drinnen ist, ich durchschaubar bin. Ein Beruf braucht kein Mensch mehr. James Bond mit seinen ganzen Apparaturen sitzt mitten unter uns oder steht gerade unten an der Eingangstür und braucht uns nur zu orten. Mein Gott, nicht mal das macht mehr richtig Sinn. Aber andere Dinge werden Sinn machen. Und letztendlich wird es so wie beim Motor sein. Ein Motor ist ein Motor und bleibt ein Motor.
Und obwohl wir sensationelle Motoren haben, macht es erst für uns einen Lebenssinn, wenn wir sie benutzen können. Ich hatte heute gerade, weil Sie sagten, ich komme aus Bonn, aus Berlin, eine Fernsehsendung, wo wir über diese Fragen Diesel und all das nochmal diskutiert haben. Glaubt hier in diesem Raum wirklich ein Mensch noch, dass in 2014, nachdem die deutsche Automobilindustrie noch ihr letztes Auto, das ein Verbrenner war, verkauft hat und nochmal so richtig dran verdient hat, dass es dann noch etwas anderes gibt als E-Autos? Glaubt wirklich ein Mensch, dass mit der neuen Technologie, die ja existiert, in 10 Jahren Sie oder ich noch Auto fahren sollten? Ich bin froh, wenn ich nicht mehr Auto fahre, weil ich eine Gefahr bin im Autoverkehr. Meine Reaktionszeit, meine Verarbeitungszeit, all dieser Dinge, die passieren, ist immer schlechter, als in 10, 15 Jahren diese Autos, die selbst fahren, haben werden. Das ist kränkend. Das macht mich traurig. Wer will das schon zugeben, nachdem er mit 18 Jahren endlich sein erstes Auto gefahren hat? Aber auch da noch eine letzte Bemerkung. Das Verhalten der Generationen ändern sich. Cool ist nicht mehr wie bei uns mit 18 Autoschlüssel. Cool ist, mit einem Auto zu fahren, was to go ist. Das heißt, ein Auto, wo ich mit meiner App gerade schaue, oh, da steht dieser Leihwagen. Und ich steige ein, fahre zum Flughafen, wo auch immer und stelle es wieder ab. Cool ist, sich über technische Innovation in eine Erlebniswelt zu begeben. Was einen Angst macht, ist für meinen 10-Jährigen überhaupt keine Frage, apropos IT. Wer von Ihnen arbeitet heute noch ohne PowerPoint-Präsentation? Oder wer braucht sie? Sie brauchen bestimmt Farben, genau. So. Mein Sohn, der das Vergnügen hat, in einer Schule zu sein, wo diese Technik den Kindern beigebracht hat, ist mit 11 Jahren in der Lage, eine PowerPoint-Präsentation zu machen, ohne darüber nachzudenken, dass ich echt neidisch bin. Nun will ich als Hochschulprofessor nicht darüber reden, was ich davon halte, dass Hochschulprofessoren nur noch PowerPoint-Präsentationen machen. Und dass die Studenten und Studentinnen und auch die Schüler ihre Arbeiten statt in Denkprozessen in irgendwelche Folienästhetik übersetzen. Aber es ändert nichts daran, und das kann ich Ihnen garantieren, dass in 10, 20 Jahren, wenn dieser Effekt der Folienästhetik sich beruhigt hat, wir wieder in Content-Bereichen landen werden. Diese Stadt und diese Region hat momentan die internationalste Identität in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist eine Stadt, die extrem dynamisch ist. Keine andere Stadt und Region hat so einen Austausch von Bürger und Bürgerinnen der ganzen Welt mit oder ohne Brexit. Das ist nicht der Punkt, der diese Stadt dramatisch in diesen Entwicklungen, die sie schon seit Jahrzehnten hat, verändert. Es wird ein paar mehr Englischsprechende geben. Und auch dazu kann ich nur eins sagen. Englisch? Wenn heute ein 10-jähriger Junge oder Mädchen nicht mindestens bilingual in dieser Stadt Erziehungsangebote bekommt, präjudizieren wir bereits jetzt, dass diese Jugendlichen abgehängt werden zu einer Vielfalt von Berufen, die absolut wesentlich sind für das, was man Erfolgsstories nennt. Es ist unerträglich, dass eine Stadt sich als die internationale Stadt geriert, aber in ihrem Bildungssystem, und damit meine ich nicht nur Gymnasien, nicht in der Lage ist, diesen Anspruch für die Kinder, die hier leben und von wo auch immer sie kommen, anzubieten. Ich rede schon nicht davon, ob sie Deutsch lernen. Aber diese Stadt hat diese Kraft. Diese Stadt ist eine Messestadt. Das heißt, sie ist an mehr als 60 Tagen im Jahr der Austauschplatz von Erfahrungen, nicht nur kulturellen, nicht nur ökonomischen, sondern dessen, was global in dieser Welt passiert. Und wir nehmen daran teil. Ich halte das für ein großes Geschenk. Noch. Wie lange hängt davon ab, wie intelligent wir endlich erstmal begreifen, dass wir nichts begreifen. Zweitens, dass wir begreifen, dass diese Herausforderung eine ist, die in die tiefsten Ebenen von Evolution hineingreifen. Der Mensch, wie er jetzt lebt, wird herausgefordert von einer der elementarsten Fragen der Evolution.
Und gleichzeitig müssen wir lernen, dass diese Herausforderung viele Probleme lösen wird. Aber Exklusivität wahrscheinlich in 50 bis 100 Jahren entweder aufhebt oder neue Exklusivitäten anbietet. Und damit meine ich Länder und Kontinente. Und wenn Menschen lernen, in welchem Kontinent und in welchem Land auch immer, werden sie auf Augenhöhe sein. Und die, die hungrig sind, sie werden mehr damit anfangen können, als die, die satt sind. Und ob Sie und ich hungrig oder satt sind, ist eine andere Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Impuls und für die klaren Worte. Aber vielleicht könnten Sie noch 2-3 Minuten nach vorne kommen. Wenn wir heute begreifen, dass wir nichts begreifen, was ist denn dann morgen zu tun? Es gibt 2 Ausgangsmöglichkeiten, das kennen wir aus den banalsten Erfahrungen unseres Lebens. Mit der Frage, und ich will das wirklich wiederholen, der Kränkung festzustellen, dass wir beschränkt sind, umzugehen. Die eine ist, nicht unüblich, vor allen Dingen in Leistungsgesellschaften, so zu tun, als ob. Nach dem Motto, der andere wird wahrscheinlich genauso bescheuert oder blöd oder nicht wissend sein wie ich. Also versuchen wir das Spiel des Bluffs. Ich tue so, als ob, du tust so, als ob. Und wenn sehr viele so tun, als ob, will eigentlich keiner die Frage stellen, tun wir so, als ob, weil das kommt nicht gut. Und wozu auch? Die andere Möglichkeit ist, zu sagen, ein weißes Blatt Papier. Wie gehen wir damit um? Ich plädiere für die zweite Ebene und es werden Menschen, viele Menschen genauso damit umgehen. Ich muss nochmal darauf zurückkommen. Wir forschen gerade dank der künstlichen Intelligenz, die nur möglich ist, weil es die digitale Revolution ist. Wir forschen momentan im Lebensbereich, weil Gesundheit heißt Leben. Und werden in den nächsten 5 Jahren revolutionäre Ergebnisse schaffen, indem Krebs zwar immer noch eine Krankheit ist, die tödlich sein kann, aber die aufgrund von Erkenntnissen, die wahrscheinlich nur über dieses Big Data und der selbstintelligenten Analyse dieser Big Datas, die unser Gehirn nicht leisten können, zu einer chronischen Krankheit wird, die nicht mehr tödlich sein muss. Überlegen Sie sich doch noch was ganz Banales. Die Tatsache, dass jedenfalls in dieser Stadt Menschen so viel älter werden, in der kürzesten Zeit, die es je gegeben hat, so viel älter werden können. In den letzten 40 Jahren haben Menschen eine Verlängerung ihrer Lebenserwartung hier in dieser Stadt erhalten, die früher 200 Jahre, wenn nicht 1000 Jahre, wenn wir noch zurückgehen, waren. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Jetztgeborenen weit über 80 sein wird? Was macht das mit unseren Parametern? Jung, mittleres Alter, Rente, alt. Wenn man also bereit ist und versteht, dass diese digitale Revolution vieles dazu beitragen wird, dass sich das verstärkt, dann ist die Frage so zu beantworten, in Neugierde einfach zu beobachten und zu lernen und miteinander zu lernen. Wir brauchen diese Idee des Teams bei dem Thema wie noch nie. Interdisziplinäre Korrelationen sind unverzichtbar. Wir müssen gegenseitig uns rantasten aus den Perspektiven, in denen wir kompetent sind. Weil am Ende ist künstliche Intelligenz, und das ist das Paradoxon, etwas, wo erst einmal eine Intelligenz programmiert wird. Dass die sich unter Umständen besser entwickelt als meine, kann ich hinnehmen. Aber dass wir interdisziplinär denken und arbeiten, können diese künstlichen Intelligenzen so nicht, wie es Menschen momentan noch können. Und ein letztes, die emotionale Intelligenz ist immer noch das große Geheimnis bei diesem Thema. Aber der Vorsprung ist 10 Jahre, dann sind wir auch da eingeholt.
Ich frage deshalb so nach dem Morgen, weil Sie auch den Menges so angegriffen haben, nach dem Motto, er organisiert heute Themen in einer Begrifflichkeit von Region. Und mit dieser Begrifflichkeit haben wir es vielleicht in 50 Jahren gar nichts mehr zu tun. Aber er muss ja nun morgen dafür sorgen, mit uns allen, dass in dieser Region, und dafür sind wir ja nun, wir wohnen hier, leben hier, organisieren uns hier, dass in dieser Region Wohlstand entsteht, damit Wohlfahrt organisiert werden kann. Das ist sehr interessant, weil ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt Sie persönlich gemeint habe, geschweige denn angegriffen habe. Doch, ich schon. Ja, aber das hat vielleicht was mit der Beziehung zu tun, in denen Sie miteinander umzugehen haben. Absolut. Aber das ist überhaupt nicht mein Blick. Vielleicht ist das der Moment, wo man die künstliche Intelligenz eher am Tisch haben müsste, denn die würde nicht solche emotionale Fehlschaltungen machen. Wobei Ich diskutiere und ich habe es mindestens 3-4 Mal gesagt, und zwar nicht kokettierend, auch in der kritischen Haltung an mir selbst. Ich versuche zu begreifen, dass auch alles, was ich an Plänen entwerfe, an Gedanken habe, an Organisation, aber auch Denkkonzepte haben, wie Sie, auch wie du, nichts anderes sind als die hilflose Projektion, die mein Gehirn mit seinen Synapsen geschaltet hat, primär aus einer Zeit, wo es das nicht gab. Und dass unter Umständen alle meine Reaktionsmechanismen, alle meine Antwortmechanismen davon geprägt sind, das hält noch ein bisschen im Konkurrenzkampf damit. Aber meine Frage war nicht an Sie und nicht an dich, sondern an uns. In 50 Jahren, erstens wachsen jetzt Geborene oder Zehnjährige auf mit dieser Realität. Das heißt, die müssen nichts lernen, die müssen sich auch nicht umprogrammieren. Und zweitens wird diese Realität, ich will es nochmal sagen, global die Welt verändern. Unser Denken, unsere Realitäten. Ich finde das übrigens wunderbar. Ich sag's noch einmal, ich wäre heute liebend gern 30 Jahre jünger, um das mitzugestalten und zu erleben. Aber das bedeutet, dass wenn wir in solchen Prozessen uns unterhalten, wie was ist ein Standort heute? Dann geht es nicht nur um Fehlentscheidungen wie die der Briten, Brexit ja oder nein. Dann geht es nicht nur um die Fragen, wo ist der ökonomisch attraktivste Ort mit optimalen Lebensbedingungen. Da wird es um ganz andere Qualitätsabfragen gehen. Und ich wollte nur davor warnen, dass die Euphorie, dass wir vielleicht doch 750.000 Quadratmeter, die nicht vermietet sind, in Klammern das meiste nicht vermietete zurecht, und dass, wenn wir selbst Wohnungen bis nach Köln bauen, wir nennen das jetzt Region Nordrhein-Westfalen, Rhein-Main, dass es sich die Frage stellen wird, ob das in der übernächsten Phase, und das ist unser Thema, aufgrund der digitalen Revolution ausreichend sein wird. Und da ich ja nun hier teilweise auch lebe, kann ich nur sagen, sich dem zu stellen, und neben dem, was wir gelernt haben zu tun, es zu tun, also Wirtschaftsakquise, Unternehmensakquise, Juristerei, was auch immer, auch das, etwas, worüber man streiten kann, dass man in dieser Phase, wo wir konditioniert sind und gelernt haben, auch zu sagen, hast du toll gemacht, uns bereits, soweit es geht, anstrengen und uns bewusst werden, das reicht schon heute nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Aber es gibt Leute, einfach weil sie jünger sind und weil sie eine andere Perspektive haben, die aus dem, was wir heute haben, bereits Dinge entwickeln, die uns überholen können. Das wollte ich damit andeuten. Und das fängt natürlich an mit einem intelligenten Nahverkehr. Gibt es im Rhein-Main-Gebiet ein intelligentes Nahverkehrssystem? Ich komme aus Berlin, so gesehen bin ich froh, wie es hier ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass es nicht mehr die Frage sein wird, wie viel Quadratmeter Wohnung ist es denn, sondern in welcher Qualität ist diese Wohnung und in welcher Vernetzung, und zwar nicht nur jetzt, ich kann Internet haben, befindet sich diese Wohnung mit Arbeitsplätzen. Gibt es denn diesen Arbeitsplatz noch? Vor 30 Jahren war gebaut worden, in der Regel mit Büros, mit Wänden, Zwischenwänden, und die Bauherren waren schon sehr modern, dass sie jedenfalls Trennwände immer ein- und ausbauen konnten. Dann kommt das Großraumbüro. Wir reden über Arbeit zu Hause. Wie viele Jobs sind sogar
nur optimalisierbar, weil sie nicht mehr in Büros arbeiten, wie wir das kennen. Welche Angebote wird diese Stadt entwickeln? Welche Experimente wird sie machen? Wo wird sie überraschen? Sie wird dabei auch vielleicht scheitern. Aber nur wenn sie sich auf diese Reise machen wird, wird sie zu einem der Standorte gehören, die zukunftsträchtig sind. Und man muss es doch sagen, es ist eine überschaubare Stadt. Und es ist eine Stadt, die in einer Geografie des 20. Jahrhunderts erfolgreich war. China ist, ich will jetzt nicht in Details gehen, eine Stadt mit mittlerweile 450 Millionen Menschen, die ein sogenanntes bürgerliches, jedenfalls Einkommensleben haben. Sind wir geografisch, nachdem sich solche Verschiebungen stattfinden, immer noch so zentral? Ist die Frage des Flughafens die gleiche in 20 Jahren, wie sie im gesamten zweiten Teil des 20. Jahrhunderts war? Diese Fragen, das finde ich neben all dem, was ich mit großer Bewunderung, weil du das nur angesprochen hast, nochmal sage, dieser Job ist knochenhart. Diese Fragen nicht zu antizipieren, was nicht unbedingt seine Aufgabe ist, sondern unsere alle. Diese Fragen nicht zu antizipieren, machen es vielleicht möglich, dass wir 10 Jahre vom Brexit profitieren. Und dann? Es gibt eine Wortmeldung. Bitte schön, Sebastian. Oder hast du dich gar nicht gemeldet? Warte mal, du kriegst dein Mikrofon. Sebastian Schäfer vom Tech-Quartier. Ja, vielen Dank für die schöne Ausführung. Ich glaube, es hat viele Impulse und Anregungen mitgegeben. Aber für mich die zentrale Frage ist schon, ne, ich fand das gut mit dem weißen Papier, aber jetzt konkret. Wenn wir uns Unternehmen anschauen, die seit Jahrzehnten am Markt bestehen, dann sind es eben diese Unternehmen, die irgendwo diese Innovations-DNA eben von oben auch aus sozusagen aufrechterhalten konnten. Wenn wir uns anschauen, was wirklich erfolgreiche Unternehmer ausmacht, dann sind es Eigenschaften, sie fragen mehr, ja, sie beobachten mehr, ja, sie netzwerken mehr in interdisziplinären Zusammenhängen. Wenn wir das jetzt von dem Unternehmenskontext lösen, ja, und vielleicht auch auf eine Kommune, auf eine Stadt, auf eine Region übertragen. Wie müssen wir da denken? Denn ich glaube, die Punkte, die Sie ansprechen, sind ganz relevant. Ja, wenn wir voneinander lernen wollen, dann müssen wir alte Strukturen, alte Hierarchien, alte Netzwerke aufbrechen. Und das Bildungsthema ist ein ganz wichtiges, wo eben genau so ein Querdenken, Neudenken absolut erforderlich ist. Haben Sie denn da auch konkrete Ideen, wie man so etwas lostreten kann, beziehungsweise Impulse, die es schon gibt, stärken kann? Also ich teile Ihre Analyse, wie unternehmerische Innovation stattfinden könnte. Ich weise darauf hin, dass in einem Mikrokosmos von unternehmerischer Eigendynamik es in dieser Welt, in der wir jetzt über Ökonomie reden, eine Monopolbegrenzung in vielen Bereichen gibt, wie Menschen das noch nie erfahren haben, weil zwar früher die Monopolisierung noch brutaler war, aber der Einzelne eh keine Chance hatte. Währenddessen jetzt viele Einzelne eine Chance haben, was immer es auch ist, aber gegen diese globalisierten Megafirmen arbeiten. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht. Der Beginn der Entwicklung fängt bei mir selbst an. Ihre Frage allerdings ist von schwerer Transformation geprägt. Sie haben gefragt, wie kann man so etwas in einen politischen Raum übersetzen? Denn Kommune, nennen Sie es, wie Sie es wollen, nennen Sie ein Dorf, nennen Sie das Land Hessen, nennen Sie es die Bundesrepublik, Europa sind politische Entities. Die funktionieren anders. Und zwar zu Recht. Sie einigen sich zu Recht auf den gemeinsamen Nenner, auf dem sich die Mehrheit der partizipierenden Menschen an eine solche Wir-Gruppe einigen können, damit eine große Gruppe sich damit identifizieren kann. Und das ist jetzt das humanistische, liberal-demokratische Denken. Von da ab ihre Individualisierung mit einem maximalen Freiraum fortsetzen können. Dieses Konzept ist nicht kongruent mit dem ersten. Das erste verlangt primär eine hohe Energie zu sagen, ich habe da einen Traum.
Und mit diesem Traum nehme ich erst einmal beispielsweise keine Rücksicht auf die Fragen, was bedeutet das im Politischen? Die Adaption dessen folgt. Und wie sie übrigens folgt und welche Schwächen sie hat, zeigt uns die digitale Welt. Meine Damen und Herren, wir diskutieren seit 3 Tagen Paradise Papers. Diese Paradise Papers hätte es nie gegeben ohne die digitale Welt. Und wenn es sie gegeben hätte, wäre sie nie so global ins Informationssystem auch bei Ihnen eingedrungen. Die digitale Welt hat aber ein Problem. Die Europäische Union ist empört. Deutschland ist empört. Und man spricht, dass man gewisse Länder auf schwarze Listen setzt. Zur gleichen Zeit sagt uns aber die Repräsentanz der Politik, aber natürlich nicht die europäischen Länder, die daran beteiligt sind. Also, wo der Unterschied zwischen Malta und Panama ist, wenn beide das Gleiche tun und wir bei den einen sagen, das ist nicht zu verurteilen, das andere ist zu verurteilen, klingt oberflächlich, widersprüchlich, ist aber in der Systematik der politischen Ebenen eigentlich stringent, denn Malta zu verurteilen, aus der EU deswegen rauszuschmeißen, am Ende können wir uns alle gemeinsam rausschmeißen, nichts bleibt. Aber im Unternehmerischen wäre dies eine Frage, ich rede jetzt von legal-unternehmerischen Fantasien, die denkbar ist. Ich glaube aber, und das mag jetzt sehr altmodisch klingen, nur wenn eben das, was Sie formulieren, als ein Teil in der Gemeinschaft, im Sinne der politischen Gemeinschaft, aktiv wird, dynamisiert es Gesellschaft. Wir sind in den letzten 20 Jahren unabhängig der Digitalisierung außerordentlich faul geworden und haltungslos. Und wenn, dann sehr haltungsneutral, weil wir eigentlich das Streiten verlernt haben. Die meisten unternehmerischen Strukturen, auch solcher Großkanzleien, sind äußerst gepflegt im Umgang miteinander und haben eine neue Industrie geschaffen, nämlich die Aktennotiz einer Sitzung, die mich bereits jetzt absichert für die nächste Sitzung. Eine solche Kultur wird es nicht schaffen, das, was in der Ökonomie eigentlich dann notwendig ist und passiert, in den Wettbewerb zu treten. Und im politischen Bereich bedeutet es den Wettbewerb der Meinungen, der Haltungen, der Argumente. Zusammengefasst, wenn sich Menschen, die in dem einen Bereich über ihre Grenzen bewegend unterwegs sind, dann wird es zu einem Erfolg nur führen, wenn es gleichzeitig auch einen gesellschaftspolitischen, begleitmusischen Zweig gibt. Ohne das wird weder der eine dann hier bleiben, noch wird die Gesellschaft irgendetwas davon haben, außer eine innere Wut über die Frustration, es nicht mitgenommen zu haben. Ich wollte damit nur sagen, die AfD ist im September 2018 auch in Hessen ein Angebot an Wähler und Wählerinnen. Und wenn es stimmt, dass jeder Zehnte die wählt, heißt es, jetzt rein statistisch, dass hier ein paar AfD-Wähler sind. Ich streite mich gerne mit ihnen, ohne dass ich sage, sie sind Nazis, sondern weil ich sage, sie passen nicht in ein demokratisches, liberal-humanistisches Konzept. Sie sind autoritär. Wann streiten Sie sich in Ihrem Unternehmen über solche Fragen noch? Wann streiten Sie sich im Verein noch? Und wann streiten Sie sich zu Hause noch? Üben wir es. Das kann die künstliche Intelligenz übrigens nicht. Vielen Dank, Michael Friedmann.